Das kann ja was werden, Digga. Vor 500 Euro frei rausfliegen, weil ich dumm bin. Ich mach einfach mal einfach. Da werde ich auch reinscheißen. Das passt doch. Wir sind Pablo, 75, Beruf Rentner, Hobby Minigolf. Eine Million! Günther! Nee, Digga, wer ist das denn? Drücken wir unseren Kandidaten ganz stark die Daumen, denn nun ist es soweit. Willkommen bei Wer wird Millionär? Ihre neue Frage steht bereit. Viel Glück. Wie lautet der Name des blauen, überschnellen Igels? Ralf? Mario? Tim? Sonic? Achso. Ja, ist ja klar. Sonic. Es ist D, schätze ich. Sollen wir das so notieren? Jo. Ja, das ist definitiv meine Antwort. In diesem Sinne richtig. Wie heißt die bedeutendste Basketballliga der Welt? NBA, ist ja klar wie Kloßbrühe. Ich nehme A. Gut, dann nehmen wir diese Antwort. Insofern ist das richtig. Ja. Tja, erfahrene Spieler gewinnen am Ende immer. Maul. Welches dieser Personen spielt im alten Rom keine Rolle? Woher soll ich die Scheiße wissen, Digga? Was juckt mich Rom? Cäsar ist klar, Augustus, Pompeius oder Mario? Digga, da müsste ich raten. Sag ich dir so, wie es ist. Da muss ich raten. Ich sag D, jada. Oh, D, glaube ich. Ich nehme D. Ich muss Sie fragen, sind Sie sich sicher? Ja. Stimmt. Gut. Prima. Gut geraten. Damit macht ja Sinn. Mario, altes Rom, der Name hat einfach nicht gepasst. Aber gewusst hätte ich, ganz ehrlich, gewusst hätte ich nichts, nicht. In welchem Jahr griff die Al-Qaida die USA an und zerstörte die beiden Terminals World Trade Centers? Oh. Das ist 2001 gewesen. Oh. Das weiß ich noch ganz genau. Ich kann mich noch an den Tag auch erinnern. Das soll sich jetzt nicht doof anhören. Damals war man sich überhaupt nicht bewusst, was da passiert. Ich saß vorm TV und habe die Simpsons auf Pro7 geguckt und auf einmal kam eine Eilmeldung rein und auf allen Kanälen lief auf einmal Terror, bla. Da war ich, wie alt war ich da? 2001, da war ich 13. Ich habe dafür kein Verständnis gehabt. Ich war aber übelst angepisst, dass die Simpsons nicht mehr liefen. Der Tag wird mir immer in Erinnerung bleiben und was man dann gesehen und gehört hat, war schockierend. Viele von euch, die hier im Chat sind, haben das gar nicht mitbekommen. Also, kann ja auch gut sein. Es ist C, oder? Gut, dann nehmen wir es notiert und wird als richtig durchgewinkt. Prima. Kommen wir also zu einer ganz neuen Frage. In welchem Film spielt sich Sänger Ed Sheeran 2019 selbst? Keine Ahnung, Digga. Ich höre weder Musik von dem Penner, noch gucke ich Filme von dem Penner. Guck ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich noch nie ein Lied von dem Typen gehört und noch nie einen Film, noch nie mit der Person auseinandergesetzt. Ich muss einen Joker nehmen. Ich will ja nicht rausfliegen. Aber vielleicht könnt ihr es mir nachsehen. Ich habe weder Ed Sheeran seine Musik gehört, noch habe ich seinen Film geguckt. Woher soll ich das wissen? Wenn den Publikum so. Meine Damen und Herren, bitte räumen Sie jeden... C. Yesterday. Ja, gut. C. Ohne Zweifel. Noch nie gehört. Das ist, egal was jetzt noch passiert, Sie gehen nicht mehr leer aus. Also, womit bewegt man einen Golfball? Mit der Keule, mit einem Knüppel, mit einem Schlagstock, mit einem Schläger? Mit dem Schläger? Beim Golfball ein Schläger? Ich würde natürlich D sagen. Jetzt kommt die Frage von mir, die Sie bestimmt nicht hören möchten. Sind Sie sich sicher? Das ist richtig. Tja, erfahrene Spieler gewinnen am Ende immer. Das hast du eben schon gesagt, Digga. Ich habe 50 Euro für das Spiel. Und nach 10 Minuten wiederholt sich schon ein Spruch. Was ist das denn? Gehen wir jetzt zur nächsten Frage, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Wo befindet sich der Parthenon?
Parthenon. Keine Ahnung, Digga. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Keine Ahnung, was das ist. Sorry. Ich sag A, Rom. Scheiße. Und ich entscheide mich für A. Sie wissen ja jetzt, was meine nächste Frage sein wird. Ja. Das ist leider nicht die richtige Frage. Ich wollte gambeln. Ich kann Sie beruhigen. Maul, 500 Euro gewonnen, Digga. Wir machen nochmal einmal die leichte und dann machen wir die schwere. So. Maul. Welche der folgenden Aussagen über das Einhorn stimmt? Es ist ein Pferd mit einem Horn, es ist ein Fisch mit Bein, es ist ein sprechender Vogel, es ist ein nicht ausgestorbener. Es ist ein Pferd mit einem Horn. Und ich entscheide mich für... Ah, Sie wissen ja jetzt, was... Prima! Wie lautet der fünfte Buchstabe des Alphabets? Hä? Ist das dein Ernst? Versuchen wir es mit A, B, C, D, E. Oh. Fast verklickt, Digga. Sind Sie davon überzeugt? Ja, ja, genau. Damit bin ich zu Hause der Star der Familie. Ich musste noch mal an der Hand nachzählen. Kennt ihr das nicht? Wie heißt das weibliche Fortpflanzungsorgan einer Blume? Stift, Locher, Stempel, Schere. Digga, sehe ich aus wie ein scheiß Gärtner? Sehe ich aus wie ein Gärtner? Gut zu wissen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie heißt das weibliche Fortpflanzungsorgan einer Blume? Stift, Locher, Stempel, Schere. Ich habe auch keinen Bock, einen Joker zu nehmen, sage ich ehrlich. Locher, ich würde sagen Stift. Jalla. Ich nehme A. Und nun... Stempel. Ach, Digga, also... Es ist die falsche Antwort. Woher soll man sowas wissen, wenn man nicht selber Gärtner ist? Was für ein Reinfall. Da bin ich nicht stolz auf mich. Leider haben sie nicht einmal die Sicherheitsstufe erreicht. Ja, alles gut. Zum Glück ist das nicht die Realität, sondern ein Spiel. Also gehen wir direkt nochmal rein. Wie nennt man eine Person, die Gemälde herstellt? Müller, Maler, Anstreicher, Landstreicher. B für mich. Ist das Ihre Antwort? Das ist richtig. Wer war der erste Mensch auf dem Mond? Neil Armstrong, Buzz Lightyear, Pete Bla, Sailor Moon. Das ist Neil Armstrong. Versuchen wir es mit A. Das ist absolut richtig. Noch eine richtige Antwort? Gut. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir mit einer neuen Frage fortfahren können. Welchen Sport übt man auf dem Rücken eines Pferdes aus? Voltigieren, Hufeisen werfen, Sackhüpfen, Rodeln. Das ist Voltigieren. Das hat damals meine allererste Freundin, die auch in meinem Buchbestandteil war, beispielsweise gemacht. Das weiß ich. Ich nehme A. Sind Sie sich absolut sicher? Ja. Das ist richtig. Das beweist, dass mein Gedächtnis noch gut funktioniert. Also ich finde, es ist eine Frechheit, Digga. Ich bezahle für dieses Scheißspiel 60 Euro und der Typ sagt nur die ganze Zeit den gleichen Satz. Was ist das? Wie heißt die Hauptstadt von Luxemburg? Digga, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, Digga. Ich würde mit D gehen. Luxemburg, Luxemburg. Hab alle anderen Sachen noch nicht gehört. Irgendwo muss man es ja mal gehört haben. Das war eine gute Wahl. War doch richtig. Ich hab's gewusst, ich wollte es so ein bisschen spannend machen. Welche makedonische Herrscher eroberte große Gebiete des Nahen Ostens? Digga, keine Ahnung. Es juckt mir dieses 10 Millionen Jahre her, Digga. Telefonjoker. Ein Anruf könnte Sie in der Tat von dieser peinlichen Frage erlösen. Los geht's. Den Enkelsohn, Alison. Enkeltochter, wieso heißt sie Alison? Ja, hallo, wer ist da? Alison, hier ist dein Opa. Da steht dein Onkel! Ich hab 60 Euro für das Spiel bezahlt! Ich weiß nicht, was ich wählen soll. Okay, geht klar. Wir machen es genau. Und die Tochter heißt Alison! C, da bin ich mir ganz sicher. Gut, wenn du C sagst. Ohne Zweifel. Sicher? So viel ist schon mal sicher. Da bin ich beruhigt. Wie gesagt, mir ist das vollkommen egal. Also, weißt du, vollkommen egal. Wenn das die Allgemeinbildung ist, die man wissen sollte, dann bin ich nicht allgemeinwissend. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir mit einer neuen Frage fortfahren. Ich weiß nicht. Ich habe sowas mir nie gemerkt und es hat mich auch wirklich nicht interessiert. Welche Art von Tier ist ein Frettchen? Hä? Welche Art von Tier ist ein Frettchen? Achso, Pflanzenfresser, Fleischfresser, Allesfresser. Er frisst nicht. Also, das ist jetzt schwierig.
Ich würde B sagen, ganz bestimmt. Ich könnte mir halt aber auch vorstellen, Frettchen sind ja eigentlich so, die fressen eigentlich alles. Ich sag, nee, ich gehe mit C, ist egal. Ich sag, das sind alles Fresser, Digga. Gut, dann nehmen wir diese Antwort. Ja, das ist definitiv. Sie haben alles gegeben, aber leider ist das nicht die richtige Antwort. Okay, dann machen wir jetzt mal die schweren Fragen. Aber ist damit gemeint, dann essen Frettchen keine Gurke, keinen Apfel, keine Salatköpfe, keine Tomaten, gar nichts. Sie fressen ausschließlich Fleisch? Krass, hätte ich nicht gewusst. Mit Timer? Oh, mit Timer, komm. Ich werde so verkacken, Digga. Team wählen, hä? Was für Team? Thema wählen. Ich werde so verkacken, Digga. Ich werde nicht mal bis zur 500 Euro Frage kommen. Doch, ich habe ja 5 Joker. Wie wird der Spielführer auch genannt? Lokführer, Kapitän, Pilot und Chauffeur. Das ist natürlich der Kapitän. Ich versuche es mal mit B. Insofern ist das richtig. Das der Spieleführer. Das Gedächtnis noch gut funktioniert. Wie heißt das aus dem Kaukasus stammende dickflüssige Sauermilchgetränk? Kefir, Knoffi, Kaftan, Kalif. Also, hab ich noch nie gehört, Digga. Hab ich noch nie gehört. Noch nie getrunken. Timer, Digga. Ich nehm Joker, ist mir egal. Jalla. Publikumsjoker. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Meine Damen und Herren, bitte stimmen Sie nun ab und helfen Sie. Ist es dann C, Kaftan und wäre eigentlich Ayran? Nee, A, Kefir. Aber ist das als Ayran gemeint? Ich habe auch an, als die Frage dann nur stand, habe ich an Ayran gedacht. Aber ist damit Ayran gemeint und es das heißt eigentlich anders? Ah, okay, das wusste ich nicht. Versuchen wir es mit A. Sind Sie? Das ist absolut. Das wusste ich nicht, Digga. Was befindet sich in Bezug auf die Beatles in der Londoner Abbey Road? Johns Geburtsort, Yokos Onos Kunstgalerie, Aufnahmestudio der Band, Ringos anwesend. Keine Ahnung. Sagt das Aufnahmestudio. Es ist C, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht, ich rate. Sie scheinen von Ihrer Antwort überzeugt. Muss es sein, ist es auch. Logisch, wusste ich. Road to 500 Euro, Digga. Neue Frage für Sie. Wie heißen die beigefarbenen Karten im Spiel Monopoly? Beigefarben? Digga, ich habe Monopoly das letzte Mal gespielt vor 10 Jahren mit dem alten Monopoly. Keine Ahnung. Wie die aussehen, die Karten. Stadtkarten, Gemeinschaftskarten, Ortskarten, Dorfkarten. Ey, meine Monopoly-Karten sahen noch komplett anders aus. Da war nix beige. Ich sag Gemeinschaftskarten. B für mich. Ich sag Gemeinschaftskarten. Jetzt kommt die Frage von mir. Und genau so ist es. Damals bei mir waren die Gemeinschaftskarten, da gab es mehrere, Ereigniskarte und Gemeinschaftskarte. Da war, glaube ich, eine rot und eine blau. Ich denke, so sahen die aus. Wir sind uns alle einig, dass wir mit einer neuen Frage fortfahren können. Wobei handelt es sich um ein Gerät, mit dem Lasten angehoben werden? Flaschenzug, Flaschenbus, Flaschenbahn, Flaschenwagen. Ja, das ist der Flaschenzug. Ist ja klar wie Kloßbrühe. Ich nehme A. Sie scheinen von Ihrer Antwort überzeugt. Alles klar, wir sind ja 500 Euro, immer eine Tasche. Aber man kann ja auch ein bisschen was lernen, so ist es ja nicht, ne? Wenn man mal scheitert, ist ja kein Problem. Und sich selbst, denn hier ist die nächste Frage. Was meint der Laborant mit dem Ausdruck in vitro? In Wahrheit? Im Wein? Im Reagenzglas? Im Eimer? Das ist wahrscheinlich Latein, ich habe keine Ahnung. Und es macht eigentlich nur Sinn, Antwort C, im Reagenzglas. Im Wein macht keinen Sinn, in Wahrheit auch nicht, im Eimer auch nicht. Ich würde sagen, im Reagenzglas. Das ist wahrscheinlich Latein, ich habe nie Latein gehabt, deswegen. Aber C ist die einzige logische Antwort eigentlich. Und sollen wir das so notieren? Ist notiert und wird als richtig durchgewiesen. Im schweren Modus schneide ich besser ab als im leichten. Damit bin ich zu Hause der Star der Familie. Ein Tausender in die Tasche. Der Druck ist zwar etwas weg, nee. Aber hier ist eine neue Frage. Ist er überhaupt nicht. Was versteht man unter Okzident? Och, Digga. Abendland, Nelkenpfeffer, Bodensatz, Knochengewebe. Also, der Begriff Okzident sagt mir gerade was. Nelkenpfeffer ist es nicht, Abendland auch nicht.
Knochengewebe ist eigentlich DNA. Ich würde sagen Bodensatz. Digga, ich mach mal ein 50-50 auf entspannter Rino. Dann entfernen wir jetzt zwei Falsche. Ich bin der Meinung C. Ah, okay, nice. Aber Knochengewebe ist ja eigentlich der Begriff DNA. Aber DNA, naja, kann auch Abendland sein. Ey, Digga, ich hab den Begriff Okzident in der Kombination. Ich sag D. D, glaube ich. Bitte richtig, danke. Ich nehme D. Abendland, so Digga. Tut, dies ist nicht die richtige Antwort. Aber wie kommt man da drauf? Also, Okzident? Warum heißt das Abendland? Der alte Knacker hat schon wieder seine alten Tricks ausgegraben. Als Abendland auch das christliche Abendland oder Okzident, auch der Westen, wird ursprünglich der westliche Teil Europas bezeichnet. Besonders Deutschland, England. Bruder, jetzt weiß ich's. Aber ich habe bei Abendland an. Digga, christliche Abendland, Digga, ich hab mich noch nie mit Religion auseinandergesetzt. So, Pablo geht mir auf den Sack, da kommen nämlich immer dieselben Sprüche nur. Lindsay Ruben mit dem Ruben. Facharzt, der ist intelligent. Mit dem machen wir jetzt hier aber. Wir machen noch einmal einfach, vielleicht kommen wir bei einfach weiter. Am Anfang habe ich gedacht, schwer ist besser als einfach, weil wir gut, aber waren beide scheiße, Digga. Gucken wir mal. Welches der folgenden Handwerke übte Leonardo da Vinci aus? Malerei, Bildhauerei, Paketdienst, Architektur. Da Vinci hat Malerei gemacht, okay, wenn mich alles täuscht. Wir nehmen A. Ja. Und das ist leider die falsche Antwort. Sie haben verloren. Wie doof. Ich werde nicht. Oh, nicht aus! Oh, ich bin so dumm! Spielen müssen. Ich jetzt bin so dumm! Leer aus. Es tut mir wirklich leid. So, jetzt machen wir Safe Call mindestens 10.000 Euro. Also. Was produzieren Kühe? Milch. Verschwenden wir keine Zeit. A. Ah. Sie wissen. Ist notiert und wird als richtig durchgewinkt. Prima. Eine neue. Welche der folgenden Baustoffe dient nicht dazu, die Freiheitsstatue zu errichten? Kupferplatten, Schmiedeeisen, galvanisierter Stahl, Karton. Boah, ich würde sagen Karton, oder? Natürlich ist es D. Jeder andere würde das auch wissen. Galvanisierter Stahl, weiß ich nicht, was galvanisiert ist oder wie es ausgesprochen wird. Schmiedeeisen. Was ist denn mit Gipskarton gemeint, oder was? Mich stört die Bezeichnung galvanisierter Stahl. Ich weiß aber nicht, was das ist. Darf ich das mal googeln? Googeln ist wahrscheinlich nicht erlaubt. Nee, ich sag D. Selbst wenn mit Karton, Gipskarton gemeint ist, ist ja ein Material, was wirklich schnell bricht bei so einem Riesending. Ich sag D. Dankeschön. Keiner sieht besser aus und ist so gebildet. Was will man mehr? Als Maul, du eingebildeter Schnösel, Digga. Ihre neue Frage steht bereit. Viel Glück. Welche Farben muss man mischen, um Violett zu erhalten? Pink und Blau, Blau und Rot, Gelb und Grün, Pink und Rot. Es ist zu laut. Ich kann mich kaum konzentrieren. Gelb und Grün ist ausgeschlossen. Pink und Rot, würde ich sagen, ist die richtige Antwort. Blau und Rot, Pink und Blau. Ich sag Pink und Blau. Jalla, okay. Mir egal. Packen wir es an. Wir nehmen A. Sie haben gezögert. Und erster Gedanke war Blau und Rot. Hätte ich den mal genommen, Digga. Das ist zum Kotzen, Junge. Oh. Welches der folgenden Objekte verwendet ein Dirigent? Das ist der Taktstock, mit dem ich auch mein Chat moderiere. Mit dem Taktstock. Wir machen jetzt easy peasy zur 500-Euro-Frage durch. Welches Instrument spielte Justin Bieber am Beginn seiner Karriere? Digga, I don't give a shit. Es müsste aber die Gitarre sein. Ich werde B nehmen. Sie haben sich nicht getäuscht. Richtig. Ich kann mich noch an seine Videos erinnern. Eine neue Frage ist im Anflug. Viel Glück. Welcher Film kam nie bei Fortnite vor? Was? Welcher Film kam nie bei Fortnite vor? Digga, ich hab Fortnite. Also, ich sag aber Toy Story. Das erste, was ich mir gedacht habe, ist. Also, Chaos im Netz kenne ich nicht, den Film. Gab es Toy Story Skins? Weil zu jedem Film kamen auch immer Skins raus.
Du hast ein Lambo verdient mit Fortnite, ja, aber das war die Zeit, wo es nicht von jeder Serie oder von jedem Film Skins gab. Also ich sag, das war Toy Story. Ich kann mich nicht dran erinnern, jemals einen Skin gesehen zu haben, der von Toy Story inspiriert war. Natürlich ist es D. Jeder andere würde das auch wissen. Sie- das ist gut, danke. Aber was ist denn jetzt will ich mal kurz googeln. So bin ich eben. Chaos Perfect. Im Netz Fortnite. Hier ist eine neue Frage für Sie. Na gut, den Film kenne ich auch nicht. Kenne ich nicht. Wenn das Foto eines Stars bearbeitet wurde, sagt man, es wurde retuschiert, renoviert, revolutioniert, reserviert. Retuschiert. Ah, aber ich bin mir nicht so sicher. Damit in diesem Sinne richtig. Eine Frage noch zu den 500. Wir sind uns alle einig, dass wir mit einer neuen Frage fortfahren. Och nee, können. Wer erbaut den Eiffelturm? Gustav Eiffel, also, Hans-Georg Eiffel, Jacques Eiffel, Einar Eiffel. Boah, das weiß ich nicht. Also ich würde jetzt tendenziell sagen A oder D. Und ich würde eher D sagen. Aber kann auch sein, dass ich völlig auf dem Holzweg bin. Ich nehme einen Joker. Ich glaube, ich nehme Telefon-Joker oder 50-50. Nee, Telefon-Joker würde ich nehmen. Ich hoffe, dass Sie neben... Ich rufe meinen Vater an, Paul. Hä? A. Gustav Eiffel, okay. Verschwenden wir ich keine Zeit. Ich habe auch gesagt A oder D. Sicher? Sie haben die Sicherheitsstufe erreicht. Glückwunsch! Also, von jetzt an kannst du bergab gehen. Also A, sag mir was, aber... Für welches der folgenden Teams spielt Marco Reus niemals? Gladbach hat er gespielt, Dortmund auch. Hertha BSC hat er nie gespielt. Kein Zweifel, klar, es ist D. Und genau so ist es. Das sind meine Fragen! Katsching, so steigt der Jackpot an. Maul, du Wichser. Wie nennt man den Übergang des Wassers vom flüssigen in den festen Zustand? Verflüssigung, Gefrieren, Produktion, Konstellation. Wie nennt man den Übergang des Wassers vom flüssigen in den festen Zustand? Das müsste der Übergang, wenn Wasser, das flüssig ist, zu einem festen Zustand wird, müsste ja eigentlich Gefrieren sein. Ich weiß nicht, was Konstellation ist es nicht. Verflüssigung müsste es auch nicht sein, weil wenn es sich etwas verflüssigt. Also C und D schließe ich komplett aus. Wenn sich etwas verflüssigt, es muss B sein, gefrieren. Wenn Wasser gefriert, wird es fest. Und die Frage ist, festen Zustand, ich sag B. Versuchen wir vom es mit Kopf B. Jetzt her, ich will keinen Joker verschwenden. Ich muss sie fragen. Muss es sein, ja, ist es auch. Okay. In welchem Jahr wurde der Euro als offizielle Währung Europas eingeführt? Oh Gott, Digga. Das sind auch richtige Scheißfragen, Digga. Also richtige Scheißantworten. Das muss 2002 oder 2003 gewesen sein. Also A und B schließe ich aus. Wobei, bei B bin ich mir auch nicht... Also 2000 auf gar keinen Fall. 2001, 2002 oder 2003. Dies Alzheimer, Digga. 50-50, komm. Mit dem 50-50... Ich sag 2002, dann kommt das spart Zeit. Gut, es ist tatsächlich die richtige Antwort. Welches der folgenden Insekten gilt als Glücksbringer? Marienkäfer, Ameise, Fliegen, Glühwürmchen. Das ist der Marienkäfer. Okay, packen wir es an. Oder wir nehmen A. Ne, Kleeblatt war auch ein Glücksbringer. Glühwürmchen, ne, muss Marienkäfer sein. Marienkäfer gibt es auch viel in Spielhallen spielen. Und so, und das ist auch für Glück. Bull Chance. In diesem Sinne. Hat man in der Spielung auch was gelernt? Das sieht besser aus und ist so gebildet. Alle Schwätze, ja? Ja. Ja, was soll ich dir sagen, Digga? Mit dieser. Also. Welcher König war für den Bau des Palastes von Versailles verantwortlich? Digga, ich weiß es nicht, ich will es nicht wissen. Das ist 10 Millionen Jahre her, juckt mich überhaupt nicht. Joker. Oder neue Frage. Ach, meine Damen und Herren, wenn Sie die Antwort kennen. A mit 58%. Ludwig der 10 Millionste. Aber ich bin mir nicht so sicher. Wenn das jetzt falsch ist, Digga, ne? Das haben wir jetzt schon mal. Digga, so weit waren wir noch nie. Diese neue Frage wartet nun darauf, mit Bravour beantwortet zu werden. Wie heißt die bekannteste Software zum Retuschieren von Fotos? Photoshop, Office, Windows, Paint. Das ist Photoshop. Paint kannst du nicht.
A. Verschwenden wir keine Zeit. A. Wie heißt die bekannte Software zum Retuschieren von Fotos? Ja. Sie scheinen von Ihrer Antwort über... Muss es sein, ist es auch. Und eine 32 Mille in die Tisch! Bam! Es geht Schlag auf Schlag weiter. Und hier kommt eine neue Frage. Eine Stute ist die weibliche Variante welchen Tieres? Pferd. Okay, packen wir es an. 100%. Wir nehmen A. Sind Sie sich absolut sicher? Prima. Easy. Tja, super. Welcher Künstler ist für die Decken- und Wandmalereien der Sixtinischen Kapelle in Rom bekannt? Digga, es interessiert mich nicht. Ich glaube aber, dass es Leonardo da Vinci ist. Oder nee, Michelangelo, glaube ich. Michelangelo muss es sein. Doch, das muss Michelangelo sein. Leonardo da Vinci ist... Nee, das müsste A sein, Digga. Ich muss auch sagen, Donatello sagt mir was. Ich kann es aber gerade nicht zuordnen. Michelangelo und Leonardo da Vinci... Das müsste mich... Ich sag... A? Aber ich bin mir nicht so sicher. Ich hab noch einen Joker, aber egal, wir nehmen A. Ist bitte. Das Ihre Antwort? Bitte. Das ist definitiv meine Antwort. Es ist tatsächlich die richtige Antwort. Ka-ching! So steigt der Jackpot an. Digga, ich hab ganz schwitzige Hände. Mit dieser brandneuen Frage wird das Spiel jetzt schwerer. Was ist das Hauptmerkmal eines oviparen Tieres? Digga, keine Ahnung, was das ist. Oviparen Tieres, sie legen Eier. Sie stehlen die Eier anderer Tiere. Boah, das weiß ich nicht, Digga. Oviparen Tieres. Ich hab so viele Tierdokumentationen geguckt, aber das weiß ich nicht. Dass Tiere keine Babys haben, ist ja sinnfrei. Tiere haben immer Babys. Sie legen Eier. Habe ich in dem Zusammenhang oviparen Tier im Zusammenhang mit legen Eier noch nicht gehört. Sie stehlen die Eier anderer Tiere. Ich würde A sagen, Digga. Ich würde A sagen. Rein vom logischen Aspekt. Ich glaube, ich würfel die Frage nochmal neu, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es A ist. Ich muss eine neue Frage würfeln, weil ich will ja so weit wie möglich kommen. Ich bin mir... Nicht 100, ich sag A. Ich würde A sagen, ich bin mir relativ sicher. Aber ich will auch nicht, ne? Wir nehmen eine neue Frage. Aber ich hätte A gesagt. Ovipare Tiere sind die, die ihre Babys im Bauch, Babys in ihren Bäuchen. Sie möchten die Frage wechseln? Ich hoffe, es bringt Ihnen Glück. Dankeschön. Es war C, heftig. Hätte ich nicht gedacht. Ihnen wird nun eine neue Frage gestellt. Habe ich in dem Zusammenhang noch nie gehört. Wie lautet die Zeitform des Verbs im folgenden Satz? Der Zug fährt unter der Brücke hindurch. Futur... Ach, Digga, also das ist wirklich etwas, was ich nicht weiß. Der Zug fährt unter der Brücke hindurch. Digga, das ist die Frage, Digga. Das war's komplett, Arino. Das ist nur Raten. Aber sind wir auch ehrlich, Digga, es ist für euch super einfach, ist alles gut. Das ist aber wirklich was ich nie verstanden habe, warum man sowas überhaupt lernt. Wie lautet die Zeitform des Verbs im folgenden Satz? Der Zug fährt unter der Brücke hindurch. Ich sag einfach D. Natürlich ist es D. Nicht, Digga. Jeder andere würde das auch wissen. Sie wissen ja, das ist absolut richtig. Ich wusste es, Chat. Und eine richtige Antwort vom coolsten Spieler. Wir sind bei der 1-Million-Euro-Frage! Es geht Schlag. Verpisst euch mit dem Auge! Und hier kommt eine neue Frage. Welches der folgenden Verben ist unregelmäßig? Kaufen, spielen, kochen, singen. Welches der folgenden Verben ist unregelmäßig? Es ist wahrscheinlich so einfach, aber es ist für mich so schwer. Also da habe ich immer Kreide geholt im Deutschunterricht. Ich verstehe auch gar nicht, was er von mir will. Wie kann ich das eigentlich verbergen? Und Kreide geschnüffelt? Nee. Welches der folgenden Verben ist unregelmäßig? Ich verstehe nicht, was er meint mit unregelmäßig. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich muss raten, ich weiß wirklich nicht.
Nein, ich hab nicht geschummelt. Ich weiß es nicht. Also ihr könnt. Nein, ich hab nicht gegoogelt. Ich bin schon gescheitert. Ich müsste jetzt raten, was ist die Antwort und erklärt's mir bitte. Ich bin schon raus. Wir haben nach. Ich leg ab. Also ich würde jetzt quitten, ich habe ja auch keinen Joker mehr. Was ist die Antwort? Wir sind sowieso raus, also ich bin gescheitert. Die Antwort weiß ich nicht. Und erklärt's mir aber auch bitte. Sag wenigstens was. Ja, das Ding ist, ich verstehe die Frage gar nicht. Welches der folgenden Verben ist unregelmäßig? Ich verstehe nicht, was er meint mit unregelmäßig. Kaufen, spielen, kochen, singen. Ich hätte jetzt einfach gesagt, Digga, meine erste Antwort wäre gewesen D, singen. Aber ich weiß es nicht. Okay, gut. D? Ich weiß es wirklich nicht. Logisch. 1 Million Euro, so, ja, Wahnsinn, gut gespielt. Aber Wallabila, ich habe nicht geschummelt. Ich habe wirklich nicht geschummelt. Aber erklärt es mir bitte. Erklärt es mir bitte trotzdem. Was meinen Sie mit unregelmäßig? Hat jemand bitte eine Lösung für mich? Was war jetzt die Frage mit unregelmäßig? Ich verstehe es nicht. Er spielte, er kaufte, er kochte, er sang, er hat gesungen. Ah, okay, ja. Da muss ich wirklich sagen, dann kann man mir auch nachsagen, ich bin dumm, aber das ist etwas, was ich nie in der Schule mich interessiert hat und auch mal im späteren Leben habe ich darauf keinen Bock drauf gehabt. Also was bringt mir das auf, dass ich das weiß? Aber ich wusste es natürlich, ist ja klar wie Kloßbrühe. 1 Million Euro gewonnen. Was machen wir damit als erstes?